ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run, 75 Level Easy Death Run. Es wird angegeben, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, wie hoch die XP sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Bei 75 Leveln müsste sie ja recht zügig durch sein. Wir werden uns anschauen, ob sich Level wiederholen. Ob die Map eintönig ist dadurch, ja oder nein. Wie farbenfroh die Map ist. Das Vorschaubild verspricht nicht viel von der Farbenfrohigkeit. Und die Lobby ist einfach total langweilig. Einfach nur ein paar farbige Wände und das war's. Wir könnten auch direkt loslegen. Nein, wir klicken einmal auf Spiel starten. Und ohne lang zu schnacken geht's los. Vorschau-Map oben. Ja gut, die Werbung kann ich jetzt leider nicht ausblenden von seinem TikTok und YouTube. Aber egal. So, unterstütze einen Creator. Möchte ich aber nicht. Ich möchte gerne so durchrennen und loslegen. Und es gibt pro Checkpoint XP. Das ist sehr nice. Etwas über 90 Stück bei, ja, 75 Leveln. Es rendiert sich nicht wirklich. So, ich muss sagen, farmfroh ist die Map. Kann man hier... Scheiße, ich wollte tricksen. Farmfroh ist sie, aber es ist halt alles eintönig und man kann da nicht hochklettern, das ist schade. Sprinten ist aktiv, verbraucht auch Ausdauer. Aber das werden wir hier bestimmt nicht brauchen. So, klettern wird demnach auch aktiv sein. Wir werden uns mal anschauen, ob es eventuell noch Bonus-XP tatsächlich gibt. Oder nicht. Bis jetzt scheint es mir aber nicht so rüber zu kommen. So, die Fallen hatte ich im Übrigen schon gesehen. So, 25 complete. Ja, wir haben gerade nur etwas über 2000 EP erhalten. Ist also nicht viel. Oh, die Dinger mag ich doch überhaupt nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, bei 25 Leveln 2000, scheiße, EP ist nicht viel. So kommen wir auf maximal 7000. Vielleicht gibt es ja noch Bonus-XP, wenn wir durchs Ziel kommen. Wäre nice. Ansonsten wäre es langweilig. Was war das? Mapcode, wenn ihr die Map spielen wollt, ist wie immer in der Videobeschreibung. Das sind geile Wände, aber sehr irritierend, muss ich sagen. Entschuldigung, ich habe schon wieder einen trockenen Hals. Das ist nicht gut. Obwohl der Sommer vorbei ist. So. Oh nein, hier werde ich mal... Nein! Alter! Das war knapp. Wow. So sollte man es nicht machen. Und so auch nicht. Scheiße. Dann tricksen wir jetzt mit dem Sprinten hier einmal rum. So. Checkpoint ist aktiv. Fall ist ausgelöst. Nice, nice.
hier auch. Ah, schlau, schlau. Entweder unten oder oben lang. Zum Glück bin ich oben lang gegangen. Denn ich hasse Deckenfallen. Aber das müsstet ihr mittlerweile alle wissen, ne? Oh je. Weil ich dachte, hier wäre ein Abgrund. Kann man hier tricksen? Nein. Okay, Mitte. Richtig. Links. Falsch. Okay, dann ist es rechts. So, rechts. Dann ist es links bestimmt. Yo. Merkt euch. So. Haben wir gemeistert. Also ich muss mal sagen, farbenfroh ist die Map tatsächlich, aber boah, das sind so grelle Farben, die feiere ich nicht wirklich. So, kann man hier? Nein, hier darf man auch nicht tricksen. Man muss unten durch, das ist sehr interessant. Man sieht, ich kenne die Map halt überhaupt nicht. So, ich habe die Falle schon gesehen. Dann wird hier nämlich auch eine sein. Das machen sie alle sehr gerne, wenn so eine Wand mit Tür kommt. Dahinter ist 100 pro immer eine Falle. Was war denn das? Wie soll ich denn das hier schaffen? Nein! Ich habe einen Checkpoint ausgelassen. Egal. Die paar 90 EP, die stören mich dann auch nicht. So, das kennt man auch von allen möglichen Maps schon. Ist aber immer wieder eine Herausforderung, weil man da einfach nicht dagegen rennen kann. So. So. Checkpoint mitgenommen. Checkpoint mitgenommen. So. Okay, hier bin ich wieder langsam. Aber das schaffen wir. Also die Map ist recht einfach zu spielen. Außer sowas hier. Hier könnte man tatsächlich Tricks, ne? Indem man einfach rüberklettert. Haha! So einfach geht's. Aha. Da war bestimmt eine versteckte Falle irgendwo. Das machen die Map Creator auch sehr gerne. Was war das? Warum habe ich diesen Sprung jetzt nicht geschafft? So. So, was machen wir jetzt hier nach unten? Okay. Na, so kennt man das allerdings auch noch nicht. Also damit hat die Map tatsächlich schon einen Pluspunkt. So, 75 Level gemeistert. Reward, Death Run kommt. Es gibt nochmal 10.000 EP. Okay, es hat sich gelohnt. Also für die, die eine schnelle Map spielen wollen, könnt ihr gern diese Map spielen. Also XP-technisch rendiert sich es nicht wirklich. Aber immerhin so 15.000, 17.000, 19.000 EP kriegt man. Ja. Für die, die nicht so auf die XP aus sind, sondern lieber auf die schnelle Map, die können das hier gerne spielen. Ich habe es tatsächlich auch unter 10 Minuten geschafft, die Map durchzuspielen. Nice, nice. Level haben sich gar keine wiederholt. Das ist sehr interessant. Normalerweise ist es ja so, bei kleinen Maps, dass sich die komplett wiederholen oder einfach nur kopiert sind. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Farbenfroh ist sie. Durch die farblichen
Wände und Böden und so weiter, aber die Farben sind ein bisschen, naja, nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ansonsten, mir hat sie gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Der ist auch wichtig für den YouTube-Algorithmus. Schreibt mir eure Map kurz in die Videokommentare. Und Mapcode von dieser Map in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Ballad.